Ja, Geige. So, erste Geige, zweite Geige. Also, wer hatte eingeschlafen? Deutsche Aufstellung, erste Geige, zweite. Oh Gott! Sorry. Okay. Stereo. Ja. Du, mach du. Also, ich meine, wer hat geschlafen? Wo sind die Bratschen? Mit den Bratschen, Cello. Wo stehen die besser? Welche besser? Okay, so jedenfalls. Also ihr habt diese Idee. Ja, wir haben Percussionist in the back. Er ist auch eingeschlafen. Lies die ganze Zeit, habe ich bemerkt. Hans der Hölski. Jedenfalls. Wir streiten gerade wegen der Orchesteraufstellung. Ja, genau. Wir sind nicht zu. Lasst das. Ihr müsst euch alle umsetzen. Das muss einen Klang ergeben. Also, ohne, es ist ein Originalklang. Nein, es muss eher das Klang Gefühl. Geben. Das Gefühl. So, ach so. Ach, du immer mit deinem Gefühl. Bevor wir das alles machen, also jetzt habt ihr ein paar Minuten, also eine Minute, diese Einstellung, ich bin Geiger, ich bin Bratschisten. Ja. Bevor wir anfangen, also dieses letzte Stück, also es ist schon anspruchsvoll, aber ihr kriegt das alles hin. Im Vergleich zu deinem Dietrich-Stück von letzter Woche, keine hat mitgesungen, eine. Jedenfalls, direkt danach, ich würde unheimlich gern mit Leuten reden, wenn sie Zeit und Muse dazu haben, die anderen auch. Wir müssen aber kurz, oder ich wenigstens zusammen mit Alex, wir müssen erstmal schauen, dass wir alle die Elektronik abbringen, weil irgendwie steht nicht Regen in der Wetter ab, aber wer glaubt der Wetter-App? Also, ich gar nicht mehr. So, ja, also einfach ein bisschen Geduld, wenn man mit mir reden möchte oder mit denen, und dann wir machen das so schnell es geht und wir würden uns freuen, wenn jemand Fragen hat zu irgendwelchen Stücke oder einfach über irgendwas. Also Sinn des Lebens, wie man einen Kuchen backt, ich weiß nicht. So. Ich habe dieses Stück auswendig, Monika auch, selbstverständlich. Also sie macht das seit Jahren. Möchtest du erklären ein bisschen, wie das geht? Es gibt drei Teile. Ja. Also ich bin aber Dirigent. Ich möchte heute so. Dirigent sein. Okay. Yes! John Cage, 4:33 in drei Sätzen. Erster Satz, Tatschett. Zweiter Satz, Tatschett. Dritter Satz, Tatschett. Sie werden aber sich wundern, 4 Minuten 33 Sekunden in Stille zu verharren, ist verdammt lang. Das ist, was Tatschett bedeutet. Also. Stille bedeutet das nämlich. Drei Sätze, Stille. Aber sie gibt uns den Einsatz für die genau, Stille. Weil I've got the timer. Okay. Also, hallo. Ich bin Dirigent. Also, bitte. Da sind sogar Stühle. Go on! Pianisten reagieren die Welt, meinen wir. Natürlich. Okay, so.
Und verbeugen. Verbeugen! Yes! That was fantastic! Wow! Thank you so much! Nochmals vielen Dank. Bitte noch was trinken, den Garten genießen. Wir entsorgen die Elektronik und dann sind wir wieder da. Danke sehr.